Viele Betriebe haben in Zeiten der Corona-Krise ganz geschlossen. Autohäuser bieten zumindest einen Notdienst im Bereich ihrer Werkstätten an. So auch im Betrieb des WKO-Bezirksstellenobmanns Günther Baschinger in St. Agatha. Und somit haben wir uns heute in der Früh mit der Mannschaft dazu bereit erklärt, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt einmal einen Notbetrieb. Das heißt, den Leuten, die ihr Problem haben, denen wird geholfen. Aber natürlich von 30 Leuten sind jetzt einmal 80% beurlaubt. Die Geschäftsstellen der WKO sind für Publikumsverkehr geschlossen. Allerdings werden Anfragen telefonisch oder online beantwortet. Die Regierung mit den Sozialpartnern hat in kurzer Zeit wirklich ein Paket geschnürt, wo man dann den Unternehmern auf alle Fälle das Gefühl geben kann, ihnen wird geholfen, auch im Nachhinein. Also jetzt muss man einmal schauen, wie lange diese Ausgangssperre oder eingeschränkter Verkehr noch gilt. Wenn der wirklich noch 1, 2, 3, 4 Wochen oder länger gilt, was ja niemand sagen kann, dann ist ganz wichtig jetzt, dass den Unternehmern natürlich über die Wirtschaftskammer, über die Online-Plattform, gibt es die Formulare zum Runterladen, zum Ausfüllen und dann wird natürlich jedem, so gut es geht, halt geholfen, bis hin zu Kurzarbeit, Corona-Kurzarbeit. Wenn die Aufträge ausbleiben, wird diese Kurzarbeit für viele erstmal Alltag werden. Somit wird man dann wohl oder übel, nachdem die Mitarbeiter den Urlaub, den Altbestand und die Überstunden abgebaut haben, natürlich denen die Kurzarbeit dann anmelden mit 90% weniger Arbeit oder auch nur 10% weniger Arbeit, je nachdem die Bandbreite. Und der Mitarbeiter kriegt dann das Geld fast zur Gänze ersetzt und der Unternehmer kriegt das Geld auch fast zur Gänze ersetzt, die Differenz. Also was erreicht man dadurch? Beschäftigungsgarantie, also die Mitarbeiter werden nicht gekündigt, die Mitarbeiter werden nur in Kurzarbeit gestellt und das nur solange das notwendig ist. Man kann kurzfristig wieder auf Vollzeitbeschäftigung gehen und somit verliert niemand den Arbeitsplatz und der Unternehmer hat die Fachkräfte, die er so dringend eigentlich braucht und hoffentlich auch nach diesem Virus dann wieder braucht, wenn wieder das Geschäft anzieht und der Markt sich wieder einpendelt, dann brauchen wir die Leute wieder und so kann halt dann jetzt in der Kurzarbeit der ein oder andere zu Hause bleiben bei der Familie und die Differenz wird, wie gesagt, beiderseits für den Arbeitnehmer und für den Arbeitgeber eben ersetzt. Und das ist für beide Seiten sicherlich besser als der Schritt in die Arbeitslosigkeit.